Herzlich willkommen zu meinem kleinen persönlichen Messerundgang über die Spiel 2024, die größte Brettspielmesse der Welt in Essen. Um die 200.000 Besucher kamen auch in diesem Jahr und mehr hätten es auch nicht sein können, weil alle 4 Tage waren ausgebucht. Sie kamen wohl aus über 80 Nationen, knapp 1.000 Aussteller dürften es wieder gewesen sein und fast 2.000 Neuheiten dürften auch dieses Jahr wieder präsentiert worden sein. Ich habe nicht durchgezählt, sondern bin ganz persönlich an 2 Tagen, nämlich am Donnerstag und am Freitag, über die Messe gegangen und habe auch gefragt, wo sieht man denn mal die Brands? Ja, der Frage gehen wir gleich noch nach. Wir gucken ein bisschen auf die alten und neuen Neuheiten. Dieses Katapultspiel, das gibt es schon etwas länger. Aber es war natürlich viel vor allem da, was es noch nie zu sehen gab. Zum Beispiel hinunterfallende Karten, die man auf Flaschen sortiert. Es drängt sich fast ein wenig auf, dass das auch ein Trinkspiel sein könnte. Die Flasche selber wird übrigens nicht mitgeliefert, aber immerhin der Pfropfen, wo dann diese Karten draufgesetzt werden, die kleineren, das sind die, die mitgeliefert werden. Hier und da gab es auch mal wieder Spiele, die tatsächlich auch eine App benutzten. Aber so dass der große Run auf die rein elektronischen Brettspiele oder das elektronische Brettspielsystem, das fand sich nicht. Dafür hier und da auch mal ein Klassiker, hier bei Hasbro zum Beispiel Dr. Bibber, das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Auch das gibt es also immer noch und es vibriert und es quietscht und es sind immer noch Gummibänder, die da rausgezogen werden müssen. Jumanji haben wir uns auch nachher nochmal konkreter angeguckt. Hier schon ein kleiner Appetizer. Hat uns nicht ganz überzeugt. Ein bisschen überzeugender war da schon das Monkey Palace aus der Fraktion Asmodee und Lego. So sah es allerdings nicht aus, was man da baute. Das war rein zum Anschauen. Mal, wenn man wirklich den Exzess mit diesen Steinen probiert. Das ist dann das echte Spiel. Man baut mit Steinen Bögen und die bringen Punkte. Nach einem wirklich ganz interessanten Mechanismus, der auch wirklich funktioniert. Ich werde noch ein richtiges größeres Review machen auf dem Kanal der Klemmbaustein-Lyrik. Aber ich kann jetzt hier schon spoilern, es ist sicherlich eins der besten Lego-Spiele. Es gab ja früher schon öfter mal welche, die aber so semi-interessant waren und eher so aufgesetzt das Thema dann hatten. Hier hatten wir wirklich das Gefühl, das ist ein richtiges Spiel, das funktioniert und das hätte sogar notfalls auch ohne Lego funktioniert. Mit Lego funktioniert es allerdings besonders gut, weil die Noppen so schön ja passen. Bei Amigo hatten wir Beutezug ausprobiert. Ein kleines, feines Würfelspiel. Wir sehen hier Würfelkarten und man erwürfelt sich diese, wenn man es gut würfelt. Und wenn man Karten hat, können die dann wiederum, je nachdem welche man sich erwürfelt, für den nächsten Zug oder die folgenden Züge Vorteile bringen, sodass man nicht so sehr auf sein Würfelglück hoffen muss. Es ist immer noch ein Glücksspiel, aber mit einer gewissen strategischen Komponente und es geht fix. Das gilt auch hierfür, nämlich It's a Balloon, mal wieder ein gemeinschaftliches Mal-Zeichenspiel, auch für Leute wie mich, die überhaupt nicht zeichnen können, sondern mit so ein bisschen Assoziationen arbeiten müssen. Hat gut funktioniert, wurde dann auch gleich gekauft von der Familie, weil man eben nicht zeichnen können muss bei diesem Zeichnenspiel. Ja, draußen dann in der Galeria gab es natürlich auch wieder so ein bisschen was zum Bauen. Zum Beispiel hier aus diesen Holzleisten. Und es gab viel zu essen. Zu allerdings nicht ganz so günstigen Preisen. Inzwischen auch von der Kieler Woche gestehlt, hatte ich das Gefühl, 10 € für Currywurst Pommes, man hat sich fast dran gewöhnt. Das hier ist von Alchemisten. Die Kindervariante kann man gar nicht sagen, weil sie auch Erwachsenen Spaß macht. Die etwas einfachere Variante, aber auch mit App, wo man Sachen braut. Und man kann natürlich überall in den Hallen Spiele kaufen. 6 Hallen waren es, wenn ich es richtig mitgezählt habe, wo gespielt nicht nur wurde, sondern auch gekauft zu etwas rabattierten Preisen. Es sind nicht mehr so riesige Schnäppchen, habe ich das Gefühl, wie es früher mal war, aber immer noch günstiger als zumindest bei vielen anderen normalen Händlern, wenn man denn meistens ja auch noch Versandkosten dazu zahlen musste. Pokémon gab es sogar auch, konnte man hier also mit den Karten spielen. Lucano war natürlich da eher noch auch in aller Munde, nicht so wie im letzten Jahr. Aber da kommen wir gleich noch zu. Hier sehen wir
Auch ja, vieles, was so dieses 3D-mäßige an Figuren und an Gebäuden und so hat, auch solche Spiele haben wir links überhaupt nicht ausprobiert, aber davon gab es eine Menge. Und es gab auch wieder ein Interview von mir mit Uwe Rosenberg. Das folgt in den nächsten Tagen hier und es war wieder sehr lustig und informativ. Wie sollte es mit ihm auch anders sein? Und gehört ja schon zum guten Ton und zur Tradition, dass ich mit ihm dann rede, wenn ich dort auf der Messe bin. Und wie wir sehen, es hat auch dieses Jahr wieder geklappt. Wer Uwe Rosenberg nicht kennt, der hat zum Beispiel Agricola erfunden und auch die Monanza-Serie. Und auch ansonsten bringt er eigentlich jedes Jahr 2-3 Spiele raus, die immer wieder auch durchaus nicht nur gehypt, sondern auch auf Listen draufstehen von Leuten, insbesondere die komplexere Spiele, auch manchmal einfache Spiele mögen, Legespiele, aber gerade auch Worker-Placement-Spiele sind so sein Ding. Wobei es Dinge gibt, die er auch nicht so mag. Aber was ihn nicht daran hindert, solche Spiele dann mit seinem Namen rauszubringen. All das dann als kleiner Spoiler schon mal im Interview. Unbedingt reinhören. Lorcana hatte ich ja, glaube ich, an dieser Stelle schon erwähnt. Das war letztes Jahr der große Hype. Das ist ja das Sammelkartenspiel von Disney zusammen mit Ravensburger. Und nachdem die Schlangen letztes Jahr durch Hallen gingen, hatte man gleich eine zweite Halle noch dazu genommen. Da ging es diesmal allerdings nicht rein. Trotzdem gab es Interesse dran. Ist aber auch ein teurer Spaß. Ja, man sieht, das haben wir doch schon gesehen. Déjà-vu. Mein Sohn wollte unbedingt nochmal das Lego-Spiel spielen und wir haben es uns auch noch gekauft. Deswegen ja auch, hatte ich das schon erwähnt, dass bei der Klemmbaustein-Lyrik ein entsprechendes Review-Video kommt. Oh ja, genau. Kein Review wird wahrscheinlich hiervon kommen. Das ist so ein Taubenspiel, das einmal promotet wurde mit so Tauben und so einem Greifarmspiel und Oh My Piggins heißt. So sieht es dann echt aus. Man darf und muss diese Tauben sammeln bei sich auf der Bank und kann bei den anderen die dann auch wegschnippen. Ja, war aber bei uns irgendwie, vielleicht haben wir auch was falsch gemacht, ein sehr kurzes Vergnügen. Und dann waren wir irgendwie, war es irgendwie so gar nichts gefühlt. Also ja, hat uns nicht überzeugt, aber wie gesagt, es kann auch sein, dass wir da einfach schlichtweg irgendwas falsch gemacht haben. Gar nichts falsch gemacht hat hier übrigens Zug um Zug. Das ist eine Promotion, die fand ich cool. Da einfach mal mit der Eisenbahn durch die Hallen. Das ist bei ausverkauften Hallen über 50.000 Leuten auch eine Herausforderung. Ja, eine Herausforderung für uns als Eltern war auch, dass mein Sohn unbedingt das Minecraft-Spiel bei Ravensburger spielen wollte. Und wir zum Ergebnis kamen, okay, das ist gar nicht so schlecht, um dich zu sagen. Das hat auch uns Spaß gemacht. Man muss also mit Karten andere Karten besiegen. Also man hat immer eine bestimmte Anzahl an Schritten. Die kann man erhöhen durch andere Karten. War aber recht kurzweilig. Und das hier, das ist wahrscheinlich für die meisten schon etwas Bekanntes. Das ist nämlich nach meinem Wissen schon seit vielen Jahren auf dem Markt. Hat aber durchaus immer noch so seinen Reiz. Gravity Maze heißt das Ganze. Und man muss nach Aufgaben diese Türme da so hinstellen, dass am Ende die Kugel ja, möglichst nicht irgendwie durch die Gegend fällt, sondern den richtigen Weg findet zum roten Teil. Cover Your Assets, das ist das Spiel, das wir in den letzten Tagen auch im Zug am meisten gespielt haben. Sehr einfach, sehr ärgerlich manchmal. Also nichts für Strategen, die sagen, ich muss alles unter Kontrolle haben. Aber spaßig. Und unter den strengen Augen, nee, den fröhlich netten Augen von Grandpa Bags. Der hat es nämlich gemacht. Dann waren wir noch bei Cosmos. Das sind natürlich immer mit die gefragtesten Spiele. Und auf der Fair-Play-Liste war zum Beispiel The Gang, das kooperative Pokerspiel, mit gelistet in den Top 10. Genauso Far Away. Das haben wir allerdings nicht mehr ausprobieren können. Ich wollte es mir dann noch kaufen für die Rückfahrt. War dann allerdings schon ausverkauft. Ja. Und das hier habe ich mir noch besorgt. Das werde ich dann demnächst hier beim Spiele-Podcast dann auch nochmal im Podcast dann allerdings rezensieren. Kann ich inhaltlich so noch nichts sagen. Sky Team gab es immer eine Mini-Erweiterung, nämlich Düsseldorf. Also nur Düsseldorf als Landeplatz für 5 Euro. Aber Sky Team ist immer cool. Dann hatte ich schon erwähnt, die Brands. Da war ich ja auf der Suche. Die wahrscheinlich mit größten Spielerfinder letzten Zeit. Inkauer Brand und Markus Brand. Und die hat
hatten zum Beispiel ein neues Exit-Spiel neben Venedig, was ich richtig gut fand. Das ist allerdings schon ein paar Monate jetzt auf dem Markt. Gibt es jetzt Exit, das Spiel Family mit zwei Rätselabenteuern. Bestellt, aber noch nicht gespielt. Sah aber vom Cover nett aus. Aber das ist jetzt vielleicht auch nicht anders. Australis, da habe ich von vielen Gutes gehört. Hier auch vom Kosmos Verlag. Da kann ich allerdings auch nichts zu sagen. Wir haben es nicht ausprobiert. Der Adventskalender war nachher auch ausverkauft. Und es gibt auch ein neues Katan, nämlich Energien. Und wie der Name schon sagt, geht es um den Bau unter anderem von Kraftwerken und Energiebedarfen, die die Inseln irgendwie decken müssen. Wir haben es nicht ausprobiert. Es sieht aus wie ein normales Katan plus ein bisschen was dazu. Ja, wer Katan mag, wahrscheinlich einen Blick wert. Ist allerdings auch nicht so billig. Über 50 Euro, glaube ich, kostet das. Ja, da schmunzelt der Uhu nur. Oder was ist das? Die Eule. Escape- und Krimispiele gab es natürlich auch an vielen Ecken. Und sogar hier und da nicht Lego. Das ist ein Händler gewesen für Alternativen, wenn man das so nennen will. Also, ja. Gut, man muss ja auch mal sowas im Blick haben. Und dann haben wir da die Brands, da links. Ah, oh, wer nicht geguckt hat und geblinzelt hat gerade, der hat's verpasst. Na, tatsächlich. Ich habe sie ganz, ganz kurz im Bild gehabt. Hab aber mich auch nicht getraut, länger drauf zu halten. Schöne Grüße. Und ich habe das, während wir hier übrigens Jumanji jetzt gerade spielen, da tatsächlich meinem Sohn erklären müssen, wer ist das? Das sind die Eltern von den Erfindern von Mogelmotte. Ja, gut, die Eltern haben inzwischen auch ein paar eigene Spiele erfunden, aber das ist ein anderes Thema. So, Jumanji, ja. Das ist mal wieder sowas, das ist fast schon ein bisschen in die Vergessenheit geraten. So Spiele, die so dreidimensional sind und wo irgendwas passiert, wo man irgendwelche was umlegen kann, wo irgendwas rollt, wo die Schwerkraft mit eingebunden wird. Hier sehen wir zum Beispiel, dass da eine Kugel rollt oder wir können dann Felsen runterrollen lassen, wir können Affen durch die Gegend schießen lassen, so eine Schlange drehen lassen und je nachdem passiert dann was. Da unten, da links ist der Gegner, der darf möglichst nicht weit kommen. Wir müssen versuchen, bestimmte Felder zu entdecken und dann die Kristalle zu den Zielfeldern bringen, ist nett. Aber wir fanden, außer mein Sohn, der fand's cool, aber wir Eltern fanden es so, dass man das eigentlich einmal spielen kann und vielleicht auch nie wieder. Henrys Hennen. Keine Ahnung, ob das Spiel was taucht, aber der Name, der gefällt mir einfach sehr. Jo, Zoch, Dame und Herren, Beastie Bar Down Under, eine neue Beastie Bar Variante gespielt. Alles etwas komplizierter. Beard Monopoly, gab es zum Beispiel eine Barbie Variante. Ja, muss man auch für geboren sein vielleicht. Next Station London, hier sehen wir hier. Von den Next Station Spielen gibt es ja auch inzwischen auch mehrere. Ach, guck mal, sogar echtes Lego hier konnte man an einem Stand sehen mit vielen Minifiguren. Aber das war nur Händler. Da war nicht wie früher ein echter Lego-Stand. Das war nur das Asmodee-Lego-Spiel, was dort wirklich mit Original-Lego Beteiligung, weiß ich gar nicht, aber wie zumindest dabei war. Ja, Tipkick gibt es immer noch und ja, der Stand war jetzt nicht überrannt, hatte man das Gefühl, aber es ist eigentlich immer noch so ein sympathisches, kleines und immer noch heute gut funktionierendes Spiel. Also ich nehme es immer wieder gern. Kampf gegen das Spießertum ist dagegen eher was für die derberen Gemüter. Da geht es darum, Sprüche zu vollenden mit Karten. Mesut Özil hat wegen Maul- und Klauenseuche beim letzten Spiel seinen linken Schuh verloren. Ja, oder wegen Bernd das Brot. Okay, das ist noch fast harmlos. Da gibt es auch derberen Humor. Das ist eher was so für Leute, wie sag ich, mit schwarzem Humor. Das wird auch von denen offiziell so gesagt. Und dann kann man da, glaube ich, durchaus viel Spaß haben. Schach war auch. Und das hier war witzig. Ultra Schach. Man hatte genau eine Minute Zeit, also jeder hat eine Minute Zeit, das hier zu Ende zu spielen. Und das waren Wahnsinnspartien. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht folgen können, aber es sah spektakulär aus. Und die haben das den ganzen Tag gemacht, also über alle vier Tage, glaube ich. Und immer wieder wechselnden Gegnern, das wurde mitgezählt. Da konnte man wirklich lange zugucken und nur den Kopf schütteln. Und man konnte sich sogar mit denen unterhalten. Ganz interessante Schachvarianten übrigens, auch welche wo so komplett gewaltfrei, wo sich die Figuren nicht schlagen, sondern umarmen zum Beispiel oder miteinander dann zusammen sind, fand ich lustig. Das Schachspiel ist auch heute, hat man das Gefühl, immer noch etwas, was trägt.
Das Spielprinzip ist cool. Ja, hier sehen wir mit Holz einiges, was gemacht werden konnte. So Sets, die man kaufen konnte. Insbesondere diese Murmelbahn hier fand ich cool. Also man drehte, dann fahren die Murmeln da hoch und dann können die über verschiedene Wege, je nachdem, runterrollen und werden unten auch wieder hochgeschoben und werden hochgezogen. Also für 30 Euro fand ich das eigentlich ziemlich cool. Oder hier Uhren. Wirklich funktionierende Uhren. Wie exakt die jetzt waren, konnte ich nicht überprüfen, aber rein aus Holz, so dass sie tatsächlich ging. Dazu auch so ein paar Puzzle, auch nur so eine ganz andere Art, die man dort erleben konnte. Was ich jetzt gar nicht großartig gefilmt hatte, es gab natürlich auch wieder so ein paar Cosplayer, die da verkleidet rumliefen und natürlich auch dieser Rollenspielcharakter, der manchmal in einigen Hallen dabei ist, der ist immer noch da, gefühlt ein bisschen weniger, aber vielleicht war ich nicht in den richtigen Hallen. Das hier ist auch ein lustiges Teil. Da geht es nämlich darum, wie so ein Exit-Spiel diese Kisten zu öffnen und die Rätsel zu lösen, die sich dort auf allen Seiten ergeben. Aus Holz sind die, die muss man nicht mehr zusammenstecken. Die sind schon fertig, die kriegt man in der Schachtel. Ja, und da muss man sie Schritt für Schritt öffnen. Angeblich so 60 bis 90 Minuten braucht man. Und das ist die neueste Version, da muss man erst puzzeln. Erst wenn das Puzzle fertig ist, kann man überhaupt die Rätsel lösen. Und dann kommt man irgendwann auch so nach 90 Minuten wohl in die Schachtel. Ja, kostet so um die 50 Euro. Oder hier, Karom ist out, jetzt geht's mit Magneten und zum Schnippen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also tatsächlich, das kommt zwar erst im Januar raus, konnte man aber jetzt schon vorbestellen. Das Lustige ist, dass die wirklich an diesen Punkten dann hängen bleiben bei Skitter. Und das war irgendwie ganz befriedigend. Ah, nochmal ganz kurzer Blick nochmal auf die Kisten. Ja, wir haben uns dann nachher tatsächlich auch 3 Stück davon mitgenommen. Vielleicht berichte ich da nochmal dann davon, wie uns die Spaß gemacht haben, weil das war nochmal ganz interessante Idee. Wobei dieser Kamera wohl wirklich was für Profis ist. Das hat auch Spaß gemacht. Duckcover war auch auf der Fair-Play-Liste. Man muss, ja, je nachdem, welche Karten aufgerufen werden, diese dann besonders legen, sodass man möglichst alle los wird. Kann man schwierig jetzt in kurz erklären. Macht aber Spaß. Und wenn ich jetzt ständig Fair-Play-Liste erzähle, während ganz kurz Gravitrax jetzt auch in der Star-Wars-Variante erscheint. Das ist von der Zeitschrift Fair Play, dass sie jedes Jahr Scouts haben, die über die Messe gehen, dort viele, viele Spiele testen, bewerten und am Ende der Messe gibt es dann eine Liste der besten Spiele, vermeintlich. Da war bei den Familien- und Kinderspielen diesmal übrigens Bombbusters an 1. Das ist ein Spiel, wo man Bomben entschärfen muss. Sehr lustiges Teil. Unter anderem aber auch zum Beispiel war da Far Away dabei, 3 Chapters von Amigo und. Ich verweise auf die Fair-Play-Liste. Und Endeavor die Tiefe. Das war es bei den Kennerspielen. So, und damit sind wir durch. 2 Tage war ich dort. Sehr kurzweilig, sehr schnell ging es rum und viel, was ich mitgebracht habe, was dann beim Spiele-Podcast auf spiele-podcast.de ausführlich in nächster Zeit noch besprochen werden soll. Coole Sache. Ich freue mich aufs nächste Jahr vom 23.10. bis 26.10. Bis dahin und tschüss.